Unternehmen in Österreich. Ich hatte ein erfolgreiches Unternehmen in Niederösterreich, Vater einer Tochter. Momentan mit dieser zerstörerischen Politik unerträglich geworden. Ja? Die gegenwärtige Situation, die Unsicherheiten, die Angst in den Familien, diese Spaltung, diese provozierte Verschuldung, ja, jetzt soll man sich Kredite aufnehmen, damit man ein Unternehmen weiterhalten kann. Ich meine, das ist ja völliger Wahnsinn, ja, völlig verfehlt. Ja. Und alles ausgemacht. Und diese ganzen Meinungsunterschiede, die Spaltung in Familien ebenso. Also das erlebt wahrscheinlich jeder von euch, dass da einfach die einen glauben das, die anderen meinen das. Und da gibt es einfach Diskussionen, wo man es dann einfach nur versuchen kann, durch Entzug der, ich weiß nicht, dieser Meinungsunterschiede zu einer Lösung zu kommen oder einfach das Thema weglassen, ja, und ein anderes Thema zu wählen. Das ist vielleicht eine Lösung. Ja, die gegenwärtige Situation mit den hausgemachten Corona-Hysterie, Maskenpflicht, angekündigte Zwangsimpfungen, Chippung, Bargeldabschaffung, Enteignung des Mittelstandes. Ich kenne einige Leute, die haben wirklich Angst, dass ihre Häuser enteignet werden oder einfach durch wieder irgendwelche gebastelten Hinterrücksaktionen sozusagen sich verschulden müssen und dann das Haus versetzen müssen, um überleben zu können. Also solche Programme laufen. Jetzt leite ich über auf diese Mobilfunksituation, weil die ein ganz wichtiger Teil ist in diesem Konglomerat, das gerade betrieben wird gegen die eigene Bevölkerung. Und da hat der Mobilfunk einen sehr wichtigen Bestandteil. Ich fühle mich jeden Tag, wenn ich aufwache, wupp, sehr gut, weil ich nicht in Österreich schlafe. Ja. Ich liebe dieses Land. Hey Leute, ja, ich will wieder ein sauberes Land zurückhaben. Und wer das auch will, ihr müsst jetzt was tun. Ja. Echt. Und jetzt gleich hören, warum. Bürgermeister Ludwig aus Wien, das ist ein bisschen leise, ich habe das Gefühl, hat am 14.09. Zitat Ö24 gesagt, bitte lasst euch alle impfen. Ja? Bitte lasst euch alle impfen. Nachzulesen auf Ö24TV vom 14.09. Die Stadt Wien will 3000 Impfungen täglich durchführen. 37 Impfstraßen sollen eröffnet werden und eine Impfstraßenbahn. Ja? Bim bei dem Bim. Ich frage mich nur, wer dort einsteigt. Oder ein Ticket bezahlt, ja? Oder vielleicht für diese Zwangsimpfung noch bezahlt. Er warnt vor den gesundheitlichen Auswirkungen durch die Influenza. Und im nächsten Atemzug Grippe und Covid weisen ähnliche Symptome auf. Über Nebenwirkungen wird nicht gesprochen, ja? Wird nie gesprochen im Mainstream. Auch nicht darüber, dass der Aufenthalt der Mikrowellenstrahlung durch Mobilfunkexposition das körperliche Immunsystem schwächt. Das ist so, liebe Leute. Und die Grippe und grippeartige Symptome auslösen kann. Ich kann es bestätigen, ich habe meinen Körper mehrere Jahre als Proband verwendet, ich habe Buch geführt und wir werden dann Symptome durchbesprechen. Da wird es dann vielleicht ein paar Aha-Effekte geben. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich behaupte, die Gefahr auf Covid-19 oder wie das Ganze heißt, Corona oder blablabla zu schieben, könnte eine verschleierte Ursache sein, wenn mit diesem massiven Mobilfunk so weitergemacht wird. Oder erhöht wird mit 5G und es wird erhöht. Jede Woche, jeden Tag, wenn ein neuer Sender montiert wird, gibt es eine Addition zu den vorhandenen Strahlungen, Mikrowellenstrahlung. Ja? Jeder Mensch soll über die Luft mit Funkwellen erreicht, überwacht und identifiziert werden. Habt ihr vielleicht gehört von Corona, diesen Corona-App und ich weiß nicht, Tracking-App und Ampelsysteme und so weiter. Das funktioniert nur, wenn die Mobilfunkfrequenzen eingeschaltet sind. Würden wir die morgen abdrehen oder heute sofort, gibt es kein Tracking mehr, ist vorbei. Und während wir uns hier in Österreich oder die Deutschen, ist ja genauso ein Thema, ja, oder auch in anderen Ländern, uns über 5G streiten oder unterhalten oder diskutieren, wird in Asien schon das 6G-Netz realisiert, ja, oder zumindest schon mal geforscht, entwickelt und vorbereitet als nächste erste Aufgabe. Und 5G und dann 6G, da geht es um Millimeterwellen. Und diese Millimeterwellen sind eine sehr große Gefahr.
Ja, also ich habe da die Folien ausgedruckt und gehe sie nicht im Detail durch, sondern die Schlagzeilen hole heraus, damit man nicht zu lange, damit man sich eher konzentrieren können auf die Facts. Die hohe Datendichte, Anzahl der angeschlossenen Funksysteme beeinflussen nachweislich die Zellbiologie der elektromagnetischen Wesen, also uns Menschen und Tiere und Pflanzen. Weil wir sind alle elektromagnetische Wesen. Das Sterben von Insekten, wer sich damit befasst oder wen es interessiert, braucht nur mit Imker sprechen. Ja, wir haben da einen Biobauer, es gibt vielleicht noch andere, vielleicht sogar Imker hier unter uns, sind ja sehr viele da heute. Wenn man mit den Imkern spricht, die sprechen seit Jahren schon von drastischen Rückgängen des Honigs, weil die Bienen nicht mehr in die Stöcke zurückfinden. Und das hat damit zu tun, durch die Strahlenexposition, die oben auf der Erdoberfläche, also über der Erde gesendet wird, wird der Kontakt zur erdmagnetischen Strahlung abgeschirmt oder beeinflusst. Und dadurch finden die Bienen nicht mehr zurück. Aber wenn die Bienen nicht in den Stock finden, das kann jeder Imker im Detail erzählen, dann werden sie sterben. Der Transhumanismus ist eine große Gefahr für die Menschheit. Da haben wir dann einen Redner, der der Experte ist dafür, Steve. Und der Transhumanismus glaubt, dass die nächste Evolutionsstufe der Menschheit die Verschmelzung zwischen Mensch und Technologie ist. Eine Rasse von Cyborgs sollen den Homo sapiens ablesen. Ja? Und was hier wie Science Fiction klingt, ist eine ernstzunehmende Bedrohung. Nämlich deshalb, weil wir mittendrin sind. Und wenn man sich das noch auf der Zunge zergehen lässt oder sich die Agenda durchliest und es recherchiert, Österreich wurde als Versuchsland für Digitalisierung in der EU auserwählt. Und auch noch als Vorreiter für den 5G-Vollausbau. Ja? Ja, super, genau. Ihr könnt ruhig laut werden, gell? Wenn euch das nicht gefällt. Deswegen ist es nicht 5 vor 12, sondern es ist eine Sekunde vor 12. Ich war gestern in Wien, einen Vortrag gehalten, auf der Marienfeldstraße, dann zu meinem Wagen gegangen. Was habe ich da gesehen? Ich kann es nicht glauben, ja. Ich habe leider nur ein Standard-Messgerät mitgehabt, nicht mein 5G-Messgerät, und wir haben ja verschiedenste Messgeräte. Ja? Wir finden ja die Frequenz näher raus. Nur ich hatte ein Standard-Messgerät mit und sehe auf einem Lichtmast so ein eigenartiges Kästchen. Und dann schalte ich es ein, dürfte das schon ein 5G-Small-Cell-Sender sein. Und dann bin ich weitergegangen, auf jeden Lichtmast der Marienfeldstraße hängt ein Sender. Jetzt kann ich noch nicht genau sagen, ist 5G und welche Frequenz, aber vermutlich. Ja? Wahnsinn. An jedem Lichtmast, ihr könnt es anschauen, wenn ihr die Marienfeldstraße besucht, viel Spaß, bitte nicht für die Hochsensiblen oder die Immunschwachen. So, der Lockdown und die erzeugte Corona-Krise wurde genutzt, um auf Hochtouren die neuen Sender landesweit auszubauen. Ist ja klasse, wenn die Menschen nicht auf der Straße sind, sieht man nicht die vielen Mobilfunktechniker und dann kann man schnell verschrauben. Auch in Deutschland ist es so. In Deutschland, wie gehört, wurde jetzt seit Corona-Auslösung, also diesem Lockdown im März, um 175 Millionen Euro wurden 5G-Sender errichtet. So, und wir haben damit einen Strahlenmix, der schon fast nicht mehr zu durchschauen ist. Die Baubiologen mit ihren Messgeräten können das natürlich schon. Ich habe jetzt ein spezielles Messgerät mitgebracht, damit ihr mal hört, was hier am Linzer Hauptplatz abgeht. Vielleicht nur ganz kurz, dort drüben in der Cafeterie, dort befinden sich, wenn ihr dort mal einen Check macht, WLAN, dort gibt es circa 50 2,4 GHz WLAN-Router, die dort zu empfangen sind, und 30 5 GHz WLANs dort im Bereich. Wer sensibel ist, bitte entsprechend sich zu schützen. Jetzt habe ich ein Messgerät hier. Da oben ist ein Kirchturm, oder? Da ist 5G drauf. Genau. Welcher Kirchengemeinschaft gehört der? Römisch-katholische Kirche, aha. Das dumpfe Knattern ist 5G, das ist so wie ein Traktorhammer mit einer extremen Sendeleistung, weil wir sind ja innerhalb von diesen 300 Meter.
Das ist der kleinere Sender, den ihr oben seht in dem Loch, und der längliche Sender ist ein 4G-Sender. Ja? Und also wir sind hier in der direkten Exposition von 5G und auch 4G. Unser Land wird mit Sendern erdrückt. Wenn man rausfährt in den Städten, sieht man es, sind teilweise versteckt. Man muss schon ein geschultes Auge haben, wenn ich rausfahre auf die Autobahn oder am Land draußen bin, Bundesstraßen und so weiter, sehe ich teilweise 3, 4 oder 5 Masten am Horizont. Es ist einfach zu viel. Es ist zu viel. Sie haben es übertrieben. 2015 mit der Öffnung der Grenzen, Flüchtlingswelle ausgelöst von Deutschland aus. Damals hat, ich glaube, Werner Faymann war der Bundeskanzler, mitgemacht mit Österreich. Und seit 2015 wird massivst ausgebaut. Natürlich waren das noch die 4G-Sender und jetzt sind es eben die 5G-Sender, die jetzt, wo jetzt uns erklärt wird, dass wir diese 5G-Sender brauchen, damit die Handys funktionieren. Ja, was ist denn das für Schwachsinn? Ja? Die Handys zum Telefonieren können mit 2G oder 3G telefonieren. Da brauchen wir kein 4G und auch kein 5G. 2G, 3G reicht. Und beste wäre natürlich mit Kabel zu telefonieren. Also wir brauchen 5G. Selbst die Industrie sagt, sie braucht kein 5G, weil die Industrie verlässt sich nicht auf Funksysteme, sondern verwendet kabelgebundene Übertragungssysteme, um ihre Maschinen zu steuern. Außerdem hat die Industrie keine hohen Datenmengen. Die hohen Datenmengen und diese schnelle Reaktionszeit braucht man zum Überwachen. Ja, also wer sich mit dem Thema, wer jetzt ein Betroffener ist oder Betroffene ist und sich zu Organisationen begibt, Schulmedizin, FMK, das ist die Lobbyistenorganisation, die das unterstützt, den Ausbau, diesen ganzen Firmen, die das installieren, es sind in Österreich 4 Firmen, in Deutschland sind es nur 2 Firmen. Deswegen sind in Deutschland nur die Belastungen die Hälfte von Österreich. Ganz klar, oder? Ja, 4 Firmen wollen alle Sendeleistung haben. So, und jetzt stelle ich mir die Frage immer wieder, wenn ich über das Thema spreche oder mit Leuten rede darüber, wie haben wir früher ohne Smartphones überlebt? Aber echt jetzt. Und wenn ich da so durchschaue ins Auditorium, da sind viele, ja, so plus minus in meinem Alter, ohne jetzt niemanden zu beleidigen, ja, sogar der Trump ist da, cool. Wie hat das ohne Smartphone funktioniert früher? Ja. Und jetzt hier habe ich noch stehen, in Österreich werden seit Juli Firmen mit bis zu 100.000 Euro Förderung gelockt, ja, um RFID-Chips in ihre Produkte einzubauen, Tracking-Systeme zu etablieren und den gesamten Betrieb zu digitalisieren, um auf eine sogenannte Zukunft vorzubereiten. Nur welche Zukunft soll das sein? Ja. Wie gesagt, ich bin so ein Elektro-Hypersensibler. Ja, es klingt, bis vor ein paar Wochen wollte ich nicht an die Öffentlichkeit gehen. Jetzt haben wir gedacht, okay, das haben mich viele angesprochen. Wir haben dann das Interview gemacht, 2 Interviews gibt es. Es passiert jetzt immer mehr, das nimmt alles Fahrt an. Es gibt viele Vorträge laufend in Österreich, gleichzeitig schon über Mobilfunk 5G. Und es gibt aber das Wissen, das wird in den Mainstream-Medien nicht transportiert. Es gibt 40.000 Mobilfunkerkrankte, 40.000 an Elektrohypersensibilität. Das nennt man EHS. Und die Umweltmediziner sprechen von 9-16% in Österreich. Die sind umgerechnet ca. 1,4 Millionen, die an Symptomen durch Mobilfunk leiden. Habt ihr das schon mal gehört? Nein. Überhaupt das Krankheitsbild EHS? Nein. Nicht bekannt, oder? Nein. Genau. Doch? Ja, ein paar wissen es. Ich habe mein Leben völlig umbauen müssen, das will ich aber nicht alles erzählen. Es gibt ein Interview, eben dieses Smart oder Leben, das könnt ihr euch dort im Detail anhören. Was mir wichtig ist, euch mitzuteilen, die Symptome. Diese Symptome sind auf der einen Seite in dem Leitfaden der Umweltmediziner verankert, in den sogenannten EuroPAEM 2016. Dort kann man genau ablesen, wie Ärzte vorgehen sollen. Bei EHS gibt es eine gewisse Rückkopplung, oder? Ich würde rüber gehen. Und ich erzähle euch jetzt über die Symptome, ich gehe es flott durch. Ja. Fangen wir an mit Schlafstörungen. Wer schläft gut und tief und durch eine ganze Nacht? Es gibt einige, ja. Kopfweh, benebeltes Gefühl im Vorderhirn. Oh, das rückkoppelt ein bisschen, Leute. Ja, vielleicht ein bisschen leiser oder so.
So, okay. Ohrgeräusche, hochverwertete Säuseln. Tiefes Brummen, Ohrenbrennen, Wortfindungsstörungen, Vergesslichkeit. Was habt ihr gestern gegessen? Was war das nochmal? Wo wart ihr essen? Wo wart ihr letzte Woche im Urlaub? Wie hat der Ort geheißen? Hm? Einmal Revue passieren lassen. Wortfindungsstörungen, Vergesslichkeit, Konzentrationsschwierigkeiten. Am Arbeitsplatz, daheim, wenn man irgendwas ausarbeiten muss. Erschöpfung und Tagesmüdigkeit. Gestörtes Sexualverhalten. Wird beeinflusst, sogar die Spermienqualität. Aus Wien weiß ich von einem Bekannten, der möchte sehr gerne ein Kind mit seiner Lebenspartnerin, funktioniert nicht, die basteln seit Jahren, es rückkoppelt immer noch ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf. Ich gehe näher zu, so, jetzt bin ich näher dran. So, und der hat erfahren, dass seine Spermienqualität nicht mehr entspricht, deswegen funktioniert es nicht, und dass überhaupt nur jede fünfte Probe Qualität hat. Ja, also drastisch. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist nicht alles vom Mobilfunk. Ja, aber komischerweise ist es erst in den letzten 10, 15 Jahren entstanden. Ja, seitdem eben ausgebaut wurde. Und das ist eben, sind 3G, WLANs, Mobilfunk, Decktelefone und so weiter. Was haben wir noch in den Symptomen? Muskelziehen, Zahn- und Kieferschmerzen. Ich habe es vorher kurz gespürt da drüben. Zahnschmerzen können natürlich auch andere Ursache haben. Alles kann auch andere Ursache haben. Aber das sind Symptome, wenn man dann nachforscht, Störfeldmessung macht zu Hause, am Arbeitsplatz, dann kann es parallel gehen und dann kann man herausfinden, ist das eine mögliche Ursache. Als nächstes Panikattacken, Depressionen, Burnout-Gefühle, Datenflimmern, Schwarz-Weiß-Matrix, mangelndes Selbstvertrauen, kraftlos im Job, im Arbeiten oder auch privat, innere Unruhe, Anspannungen, Reizbarkeit, Herzstechen, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckprobleme. Und ein besonderes Anliegen, das zu sagen, grippeartige Gefühle, Halskratzen nach einer Exposition. Also kann ich bestätigen an meinem Körper, wenn ich zu lange in der Exposition bin. Da kann man dann natürlich schauen, ja, welche Frequenzen sind das und wie stark war die Exposition. Jedoch, ich habe es immer wieder festgestellt. Und wenn wir uns jetzt überlegen, die Gefahr von Covid-19 als eine in der Grippekategorie eingeordnete Krankheit und einer möglichen Auslösung durch Mobilfunk oder 5G. So, in dieser Notsituation war ich jetzt 4 Jahre alleine, habe Lösungen gesucht, war bei der Schulmedizin, die hat mir nicht geholfen, Therapeuten, ja, die haben mir Bestes gegeben. Es gibt immer mehr, die sich dem Thema annehmen, die da auch wissentlich sind. Die Umweltmediziner sind die einzigen, die sich da auskennen. Dr. Klinghardt, Dr. Mutter, Dr. Piero Lercher aus Wien, Professor Moosgöller. Also es gibt genug Menschen, Ärzte, die dieses Thema kennen, die da helfen können, aber noch viel zu wenig. Es sollte eigentlich in jeder Stadt sollte es einen Arzt geben, mindestens oder mehrere, je nachdem wie viele Einwohner. Jedenfalls habe ich dann Zuflucht gefunden und Lösungen gefunden für mich, um im Wald mich wieder zu stärken, um die Zellen aufzutanken. Warum im Wald? Weil im Wald ein natürlicher Plus-Minus-Ionen-Ausgleich herrscht. Überall, wo Leptosmog ist, gibt es zu viele Plus-Ionen, ja, und die greifen auf unser biologisches Immunsystem ein. Und deswegen Wald absolut empfehlenswert. Raus aus der Exposition, rein in die Natur. Ist wirklich heilend. Bei mir gehen auch dieses Ohrensausen geht zurück, die Herz-Kreislauf-Attacken waren weg. Also wirklich schlagartig, kann man sagen. Nicht sofort, wie wenn man Licht ausschaltet, aber mit Stunde zu Stunde oder mehrere Tage verbringt, dann wäre natürlich ganz super. Und bei diesen Spaziergängen im Wald und diesen Aufenthalten habe ich dann festgestellt, vor vielen Jahren, dass die Wälder nicht mehr so richtig schön aussehen. Also dass die Wälder, dass die Bäume Nadeln verlieren, dass so Drahtgerüste herumstehen, dass das Laub abfällt, dass immer mehr Bäume sterben. Und in Österreich gibt es mittlerweile teilweise, zum Beispiel in Graz, Grazer Schlossberg auf der Rückseite, 50% der Eichen oder andere Kastanien sind dort belastet, Eva bewachsen. Wenn man dort Strahlen misst, katastrophale Situation, 4G, 5G, 3G und so ist es in anderen Straßen, auch auf den Autobahnen. Die Bäume werden gerodet, Waldviertel fällt mir ein, ganz viele Baumverlust und da gehört was gemacht. Und weil, wie soll ich sagen, wenn wir uns jetzt
Jetzt werden wir eh schon zugestrahlt in den Urbanen, in den Städten, in den Dörfern, auf den Autobahnen. Ja? Ich kann auf der Autobahn, muss ich mit Vollschutz fahren. Aber wenn jetzt dann die Wälder auch noch sterben, dann schaut es wirklich schlecht aus für dieses Leben in Österreich. Und das ist kein Spaß. Da drüben liegen Folder, da könnt ihr nachsehen, wie man selber Baumschäden, die möglicherweise durch Mobilfunk ausgelöst wurden, selber herausfinden kann, ermitteln kann. Es gibt eine Webseite, die heißt baumsanierung.webnode.com, aber nehmt euch am besten den Folder mit. Es gibt eine Webseite, die heißt 5gunplugged.at, glaube ich, 5gunplugged.at, auch auf dem Folder abgedruckt. Und wir, also jeden, der den Bäume am Herzen liegt oder der sich in der Natur aufladen will, sollte auf Bäume achten oder sie unterstützen, was tun. Es gibt Lösungen, ich kann das jetzt nicht alles erzählen, weil es ist echt umfangreich. Wir arbeiten dran, wir forschen, wir machen Luftmessungen. Also wir haben einzigartig jetzt in einer Forschungsgruppe mit Reinhard Preis, der geniale Arbeit leistet, ganz viele Vorträge hält, machen wir Forschungsarbeit, wo wir bestätigen können, dass die Bäume unter dem Mobilfunk leiden. Ja. So, da habe ich noch die Grenzwerte, das ist, es liegt in unserer Verantwortung, hier wirklich etwas zu tun. Ich habe vorher die Insekten angesprochen, die Bäume und die ganze Pflanzenwelt braucht die Insekten, die Bestäuber. Schmetterlinge, also Schmetterling, ja, bestäubt auch, na, weiß ich nicht, okay, das wissen die Biologen. Jedenfalls, Insekten sind lebensnotwendig für unsere Fauna und Flora und auch für uns Menschen und ebenso für die Bäume. Deswegen bitte, werdet da aktiv und schaut euch einmal eure Bäume an. Ja? Und vielleicht nur ganz kurz, doch ist es vielleicht wichtig zu wissen, wer dann sagt, ja, das ist ein Blödsinn, das sind wieder die Gegner, ja? Die sagen dann, die kennen wir schon, die Burschen, die haben wir schon in der Pfeife geraucht. Die sagen dann, die Bäume sind deshalb kaputt, weil zu viel CO2, weil die Klimawärmung, es ist zu warm. Und weil, was noch, weil der Borkenkäfer da ist. Der Borkenkäfer frisst den Baum auf. Das kann sein, nur wenn der Baum in der Exposition steht und Mobilfunk bestrahlt wird, dann leitet er den Strom gegen die Erde ab und er kann mit seinem eigenen Strom, den er durch die Photosynthese produziert, kein Wasser mehr nach oben schieben. Bäume können 50, 70, 100 Meter weit, es gibt Bäume, die sind in Australien sind 70, 80 Meter hoch und die schieben das Wasser mit Elektromagnetismus, mit elektromagnetischen Wesen nach oben, bis in die Kronen, bis in alle Blätter hinein. Und durch den Mobilfunk wird der Transport von unten nach oben gestört. Man kann sagen, Bäume trocknen in der Exposition bei lebendigem Leibe aus. Ja. So, das war jetzt nur notwendig. So, und jetzt komme ich zum Schluss. Jetzt gibt es noch eine Liste der Forderungen. Weil was fordern wir? Wie können wir in Zukunft Österreich gestalten, dass es wieder gesund ist, auch für Kinder und so weiter? Und vor allem Forderungen im Namen der EHS, Elektrosmog-Hypersensiblen, Erkrankten und die vielleicht noch nicht erkrankt sind, aber auch schlecht schlafen oder andere Symptome haben. Und zur Prävention eines zukünftigen gesunden Lebens. Erste Forderung. Frei von Millionen WLANs, 4G, 5G-Antennen und 5G-Satelliten. Ja. Frei für sichere und strahlungsfreie Netzkommunikation. Weil die ganzen Funksysteme sind ja nicht sicher. Kann man abhören, kann man tracken, kann man orten und so weiter. Die Beendigung des Handyzwanges. Warum müssen wir heute, wenn wir eine Banküberweisung durchführen, ein SMS empfangen? Früher hatten wir einfach Tarnnummern. Ja? Okay, wer das will, soll es freiwillig entscheiden, soll sich die SMS schicken lassen. Aber alle anderen sollen eine Tarnnummer haben auf Papier und die gibt man ein und das hat super funktioniert, jahrelang. So habe ich meine Firma geführt und das hat alles happy peppy funktioniert. Und ich habe mich nicht belasten müssen. Ja, wenn ich heute eine Überweisung mache, muss ich meinen Körper belasten. Ja? Normalerweise sollte die Bank hier verklagen auf Körperverletzung. Ja? Fahrlässige Körperverletzung. Frei von CO2-Emissionen durch den Betrieb der energiefressenden Mobilfunktürme.
ihr müsst wissen, Mobilfunktürme brauchen Starkstrom. Ein Mobilfunkturm, je nachdem wie er bestückt ist, hat 32 Ampere, 64 Ampere oder noch mehr Strom zur Leitung. Es wird Starkstrom in Mikrowelle umgewandelt und das setzt CO2 frei. Hat da schon mal eine Greta Thunberg darüber gesprochen? Nein. Kann mich nicht erinnern. Die haben, glaube ich, alle Handys mit gehabt bei den Demos, oder? Verbot von Handy-Tracking, Apple-Systemen und Corona-Überwachung. Frei von Mobilfunkstrahlung zum Schutze unserer Kinder. Ja, die Schulen werden mit WLANs ausgestattet und Tablets. Die kriegen das geschenkt teilweise, habe ich gehört. Die kann sich gar nicht glauben. Ja? Also das ist ein Verbrechen, ich meine, ich weiß eh, was da läuft. Ja, es geht um die Sterilisierung, das ist eine Zwangssterilisierung, weil diese 2,4 GHz WLAN-Strahlung beeinträchtigt ganz massiv die Zellbiologie in unserem Körper. Nächste Forderung, ganz wichtige Forderung, EHS als Elektrohypersensibilität, Krankheitsbild im Gesundheitswesen verankern. Das ist, damit es kausal wird. Und gleichzeitig die nächste Forderung, Schadenersatz für betroffene und erkrankte Menschen umsetzen zu können. Und die Ärzteschulen, danke, wir werden es aufnehmen. Ärzteschulen, weil ganz viele Mediziner gestern wieder ein Gespräch geführt mit einem, der war ganz überrascht. EHS, das habe ich noch nie gehört. Sehr interessant, aha, da glauben Sie wirklich, dass das, ja, es ist so. Nein, die dürfen Sie nicht verurteilen. Die Schulmediziner wurden, warum auch immer, nicht informiert und nicht geschult über dieses Krankheitsbild. Die Umweltmediziner wissen es. Und es gibt den Leitfaden, noch einmal zum Mitschreiben, EuroPAM 2016 EHS, das ist der Leitfaden der europäischen Umweltmediziner, die haben das gemeinsam ausgearbeitet. Es gibt sogar einen Leitfaden der österreichischen Ärztekammer. Ihr könnt gerne eine E-Mail senden an die E-Mail-Adresse, die da drinnen ist. Und ihr werdet die bekommen. Es gibt einen Leitfaden 2012 von der österreichischen Ärztekammer. Da steht das Gleiche drinnen. Da steht drinnen, wie EHS diagnostiziert wird und was man tun kann, wie man es behandelt. Das gibt's alles. So, jetzt noch zwei Forderungen, dann bin ich fertig. Und zwar, jetzt hätte ich gerne ein Videoprojekt, eine Großleinwand. Ja? Die Schaffung strahlungsfreier Orte, die als solche gekennzeichnet sind. Vielleicht wollt ihr da drauf zoomen. Ja? So. Wir könnten doch, es ist ja nur eine Entscheidung. Es gibt jetzt die Entscheidung, österreichweit 5G durchzuknallen und alles zu bestrahlen. Oder man sagt, richten wir ein paar Orte ein, die als strahlungsfrei gekennzeichnet sind, wo dieser Mobilfunk, wo keine Türme drinnen sind. Ja, wo Kabel gebunden, wo Fiberglas in die Häuser angebunden sind, wo die Schulen mit Fiberglas, Kabeln, Glasfasernetze oder andere drahtgebundenen Systeme ausgestattet sind. Und dann kann man ja auch Ortschaften einrichten, die als 5G gekennzeichnet sind. Damit die 5G-Handybetreiber wissen, oh super, da habe ich einen lässigen Empfang, das gebe ich mir, ja? Da haue ich jetzt voll rein. Also es ist ein Ansatz, den man sofort umsetzen könnte. Und im gleichen Atemzug möchte ich erwähnen, es gibt Bürgermeister und immer mehr Gemeinderäte, die sich trauen und die auch schon umgesetzt haben. Zum Beispiel 5G-frei ist die Gemeinde Flattach in Kärnten. Die haben das per Gemeinderatsbeschluss. Es gibt Nestelbach bei Graz, durch die Monika Silvester-Resch, die sie eingesetzt hat, durch Johann Kuhn. Also da gibt es immer mehr Gemeinden, die das machen und auch wirklich umsetzen. Die letzte Forderung. Dankeschön. Es gibt ja die Zigarettenbackerln, oder? Und die müssen seit einigen Jahren als mit ganz bösen Bildern und einer Beschriftung, wo draufsteht, Rauchen ist nicht mehr gefährlich, sondern tötet. Ja? Und wir könnten doch, ja, ihr könnt das gerne aufnehmen, Handy, WLAN, Funkcubes als gesundheitsschädlich und krebserregend zu kennzeichnen. Dann kann jeder entscheiden, will ich mir das geben oder nehme ich vielleicht doch wieder ein Kabeltelefon zu Hause. Weil auch das gibt es ja noch. Es gibt noch Kabeltelefone. Nur wir haben schon vergessen, warum. Auch ein geschickter Schachzug. Man hat die Kabeltelefone, man muss da teuer zahlen für jede Minute. Und am Handy werden die Telefonate verschenkt. Ja? Und damit gab es die Berechtigung, sozusagen flächendeckend auszubauen. So, ich schließe mit
ich leite nochmal ab auf die Bäume, weil es wirklich ein persönliches Anliegen ist. Und wenn wir es schaffen, die Bäume wieder zu schützen, dann müssen Masten draußen abgebaut werden. Ja? Oder die Feldstärke so stark reduziert werden, bis die Baubiologen sagen, ja, mit diesen 10 Mikrowatt können wir leben. Oder andere, von mir ist die Umweltmediziner, da können wir dann eine Expertenkommission einrichten. Ja, es gibt eh so viele Expertenkommissionen. Jetzt richten wir mal eine Expertenkommission ein, die schaut auf Leben, Prävention in diesem Land. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, auch im Namen der Bäume, und mögen wir so viel wie möglich erreichen. Dankeschön. Danke. Mir ist es ja, nachdem wir aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommen, auch eben ein großes Anliegen, die Natur zu fördern. Und nächste Woche ist ja am Freitag wieder eine große Friday for Future Demo angekündigt, wo dann praktisch die Schüler schulfrei kriegen, also wie Söldner durch die Städte ziehen, um für die Umwelt und für den Klimawandel zu protestieren. Und wir sollten einfach einmal genau solche Dinge einmal in Betracht ziehen, dass wir ganz groß verarscht werden mit der elektromagnetischen Strahlung und unsere ganze Landwirtschaft verseucht ist. Ja? Wir sollten einmal wirklich schauen, dass wir unsere Umwelt wieder auf Vordermann bringen, nachhaltig wirtschaften, wirklich nachhaltig, nicht so wie der Rudi Anschuber nachhaltig, sondern wirklich für unsere Kinder nachhaltig und eben gesunde Lebensmittel für gesunde Menschen herstellen. Das ist auch das, was wir machen. Wir sind jeden Freitag hier am Bauernmarkt. Ihr könnt uns auch besuchen, und es ist mir ein großes Anliegen, dass ihr gesunde Lebensmittel zu euch nehmt und eben am Bauernmarkt einkaufen geht und nicht mehr zu den gesichtslosen Großkonzerne der Supermärkte. Weil die treiben genau das voran, was wir nicht wollen. Die treiben die industrielle Landwirtschaft voran. Wir brauchen wieder Lebensmittel und auch bäuerliche Familien.